Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Dies ist der zweite Teil meiner Reihe Helden unserer Kindheit und beschäftigt sich heute mit den drei Fragezeichen, dem erfolgreichsten Hörspiel der Welt. Und wenn auch dir bei dieser Musik ein wohliges Schaudern über den Rücken läuft, dann bist du hier genau richtig. Und allen anderen erkläre ich, was an dieser Reihe so faszinierend ist und was der Schlüssel für diesen grandiosen Erfolg ist. Bleib also dran, gleich geht es los. Neulich kam mir beim Zum-Bett-Gehen die Idee, dass ich mal wieder einen neuen Teil der Helden unserer Kindheit machen wollte, nachdem der erste Teil mit Captain Future so gut bei euch angekommen ist. Leider wollte mir aber kein geeignetes Thema einfallen und so beschloss ich, wirklich schlafen zu gehen. Jetzt ist es bei mir aber so, dass ich häufig zum Einschlafen ein Hörspiel anhöre. Und das fast immer von den drei Fragezeichen. Und so auch an diesem Abend. Und plötzlich kam mir der Gedanke. Welche weiteren Helden meiner Kindheit könnte es geben, wenn nicht die drei Fragezeichen? Die drei Fragezeichen begleiten mich schon seit meinen Kindertagen und das bis heute. Also beschloss ich, für dieses Thema zu recherchieren und präsentiere euch heute das Ergebnis und meine Einschätzung zu dieser Serie. Aber zunächst eine Frage an dich. Welches waren deine Helden deiner Kindheit? Lass es mich bitte wissen und schreib es mir unten in die Kommentare rein. Außerdem wäre es schön, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Es ist völlig kostenlos und auch die Glocke aktiviert, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Aber wer zum Teufel sind diese drei Fragezeichen eigentlich? Solltest du, wieder erwarten, die drei Detektive noch nicht kennen, erkläre ich dir kurz, wer die drei Fragezeichen sind. Auch wenn du damit zu einer absoluten Minderheit, zumindest in Deutschland, gehörst. Oh, ich will nicht so frech sein. Die drei Freunde sind Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Sie kommen aus dem malerischen Küstenstädtchen Rocky Beach in der Nähe von Los Angeles. Übrigens, Rocky Beach soll in der Serie ein fiktives Städtchen sein. Aber es gibt tatsächlich einen Strand, der Rocky Beach heißt und zu Malibu gehört. Aber vermutlich liegt Rocky Beach in der Serie irgendwo zwischen Santa Barbara und Los Angeles. Justus Jonas ist der Anführer und der erste Detektiv. Er zeichnet sich durch seine große Intelligenz, Beobachtungsgabe und Scharfsinn aus. Und damit steht er Sherlock Holmes in nichts nach. Das führt aber auch dazu, dass er sich oft, sagen wir mal, etwas umständlich oder abgehoben ausdrückt. Manche würden sagen, dass er eloquent ist, andere nennen ihn dagegen einen neunmal klugen oder einen Klugscheißer. Peter Shaw ist der zweite Detektiv und der sportlichste von den dreien. Leider ist er auch der ängstlichste, aber das hält ihn nicht davon ab, unbeirrt über sich hinauszuwachsen, wenn es wirklich darauf ankommt. Und dann ist da noch der dritte im Bunde, Bob Andrews. Er ist zuständig für Recherchen und Archiv bei den dreien. Gemeinsam betreiben sie schon seit 1964 ein Detektivbüro. Doch seitdem sind sie höchstens um 10 Jahre gealtert und aktuell immer noch Jugendliche. Zwar mittlerweile mit Handy und Autos ausgestattet, aber immer noch jung. Wie alt sie heute in der Serie sind, weiß man aber nicht. Nachdem sie aber weder studieren noch eine Ausbildung machen, zumindest keine, von der man weiß, sind sie wohl immer noch auf der Highschool. Zu ihrem bekanntesten Markenzeichen gehört die legendäre Visitenkarte, die sie ihren Klienten und anderen Menschen und ganz oft auch einfach ungefragt übergeben. Die Visitenkarte ist dabei ziemlich schlicht. Dort steht einfach drauf, die drei Detektive, drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv, Justus Jonas. Zweiter Detektiv, Peter Shaw. Recherchen und Archiv, Bob Andrews. Zeig euch nochmal ein Bild, weil es ein Fan gemacht hat. Aber in Wirklichkeit war die erste Visitenkarte ganz, ganz schlicht. Schwarzer Druck, weißem Papier, das war's. Ach ja, die drei Fragezeichen auf der Visitenkarte stehen in diesem Zusammenhang für das Unbekannte, für ungelöste Rätsel und Geheimnisse aller Art.
Außerdem verwenden die drei Fragezeichen in vielen Folgen auch verschiedenfarbige Kreide, um sich Hinweise mittels ihres Markenzeichens zu geben. So zum Beispiel, um einen Weg in einem Labyrinth oder einer Höhle zu markieren. Deswegen haben sie auch drei verschiedene Farben, weil jede Farbe einen Detektiv repräsentiert. Der Erfinder der Reihe ist der US-Autor Robert Arthur. Er schrieb die ersten Bücher zu dieser Serie, bis er 1969 starb. Aber schon vorher arbeitete er weitere Autoren ein, damit diese Serie fortgesetzt werden kann. Daher wurde die Serie bis 1991 mit wechselnden Konzepten in den USA fortgesetzt, aber dann schließlich eingestellt. Das war aber nicht das Ende der drei Fragezeichen. Und dann gibt es noch die Anekdote von Alfred Hitchcock. Nämlich in den alten Folgen, gleich von Anfang an, war sowohl das Konterfei von Alfred Hitchcock auf den Büchern zu sehen und auch auf den CDs und Musikkassetten. Und er schien auch Herausgeber für diese Folgen zu sein. Aber, Fun Fact, Alfred Hitchcock hatte nie wirklich etwas damit zu tun. Er hat lediglich seinen Konterfei und seinen Namen als Lizenz herausgegeben. Aber das war sicherlich auch ein guter Marketing-Gag und hat auch zum Erfolg dieser Serie beigetragen. In Deutschland brachte von Anfang an der Frank Kosmos Verlag die Bücher heraus, ließ sie übersetzen und hatte die Lizenzabkommen. Als die Serie in den USA dann aber eingestellt wurde, führte Frank Kosmos unter Lizenz die Buchreihe seit 1993 und bis heute selbst fort, und zwar mit deutschen Autoren. Bisher sind rund 220 Folgen erschienen und dazu auch noch viele weitere Specials. Da die Bücher ein solch großer Erfolg in Deutschland waren, brachte das Label Europa 1979 die Serie als Hörspiel heraus. Und das begründete den absoluten Erfolg der jungen Detektive. Bis heute sind 216 Folgen als Hörspiel erschienen und es gibt noch etliche weitere Specials und Sonderfolgen. Wie habt ihr von den drei Fragezeichen erfahren? Schreibt mir doch bitte in den Kommentare, wie ihr in die Welt der drei Detektive hineingesaugt wurdet. Bei mir war es nicht die Hörspielreihe. Ich war als Kind schon immer eine Leseratte gewesen und hatte schon mit 7 Jahren einen Büchereiausweis. So habe ich viele Tage in der Bücherei verbracht. Eines Tages fiel mir dann das Buch Die drei Fragezeichen und das Gespensterschloss in die Finger. Und das war es dann für mich. Ich las und las und las. Viele, viele Folgen. Aber irgendwann zogen wir um und ich kam nicht mehr so einfach in eine Bücherei. Außerdem habe ich dann noch ein paar mehr Freunde gehabt, mit denen ich dann lieber Zeit verbracht habe. So kam es, dass die drei Fragezeichen aus meinem Leben verschwanden. Aber nicht für immer. Als ich meine Frau kennenlernte, hatte sie die drei Fragezeichen als Hörspielkassetten gehabt. Und meine Liebe, zugegeben auch zu ihr, war neu entfacht. Seitdem höre ich die drei Fragezeichen wieder regelmäßig und das halt ganz häufig auch beim Zubettgehen. Das ist übrigens ein gutes Stichwort. Gibt es Folgen, die du nie zu Ende gehört hast, weil du vorher immer eingeschlafen bist? Keine Sorge, damit bist du nicht allein. Was ist aber nun der Grund für diesen grandiosen Erfolg? Nun, ich denke, dass der Schlüssel hierzu die Beständigkeit ist, die sich einzigartig von so ziemlich jedem anderen Hörspiel absetzt. Die Sprecher der Serie sind von Anfang an dieselben. Seit nunmehr über 40 Jahren sind nun Oliver Rohrbeck, Jens Wawritschek und Andreas Fröhlich die drei Fragezeichen. Hierbei kam es dann zu einer festen Bindung zwischen Zuhörern und Detektiven. Kinder benötigen Beständigkeit zum Wachsen. Beständigkeit symbolisiert Sicherheit und so ist es auch mit den Sprechern der Serie. Wir haben sie als Kinder kennen und lieben gelernt und verbinden sicher unterbewusst noch heute dieses Gefühl von Vertrautheit und Sicherheit. Mal ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung mit einem anderen Hörspiel. Zu meiner Zeit waren auch die Hörspiele von Enid Blyton, die 5 Freunde, sehr beliebt. Aber nur bis Folge 21. Danach nicht mehr. Warum?
weil Europa damals die Sprecher ausgetauscht hat. Das war dann nicht mehr dasselbe für mich und irgendwie konnte ich mich danach auch nicht mehr mit den Rollen diesen neuen Sprechern identifizieren. Das ist bei den drei Fragezeichen einfach ganz anders. Diese Kontinuität bei den Hauptrollen ist einfach einzigartig. Wo wir gerade bei Kontinuität und über 40 Jahre Hörspielerfahrung sind, ich blende euch mal zwei Bilder der Sprecher damals und heute ein. Besonders an den drei Fragezeichen ist auch, dass sie allerhand Widrigkeiten und Rechtsstreitigkeiten überstanden. Neben dem Tod mehrerer Erzähler und Nebencharaktere, insgesamt 9 aus der Stammbesetzung, überlebten sie auch einen Rechtsstreit über die Musik zwischen Europa und dem damaligen Hauptkomponisten Carsten Bohn, der von 1986 bis sage und schreibe 2008 ging. Einen weiteren Rechtsstreit überlebten sie zwischen dem Frank Kosmos Verlag und Europa, der zwischen 2005 und 2008 lief. Gerade letzterer sorgte zwischenzeitlich dafür, dass es eine neue Serie, nämlich Die Drei, gab, die aber mit denselben Hauptrollen besetzt wurde und auch von der Handlung her sehr ähnlich war. Dieser Streit war für die drei Fragezeichen wirklich kritisch. Nachdem der Rechtsstreit aber schließlich beigelegt wurde, wurde auch die neue Serie eingestellt und die Folgen sind auch heute nicht mehr erhältlich. Seitdem werden immer weiter regelmäßig neue Folgen produziert, in etwa 4 bis 6 Folgen pro Jahr. Außerdem haben die drei Fragezeichen mindestens 3 Medien überlebt: die Schallplatte, die Musikkassette und die CD. Und auch wenn nach wie vor die Folgen weiterhin auch als Kassette und CD erscheinen, so ist Streaming heute mittlerweile wesentlich wichtiger. Ja, richtig, alle Folgen der drei Fragezeichen erscheinen immer noch auch auf Kassette. Und das ist genauso einzigartig. Zwischen 8 und 10.000 Kassetten werden pro Folge verkauft und so produziert Europa auch noch dieses veraltete Medium, aber nur bei den drei Fragezeichen. Da die Sprecher der Serie genau wissen, wem sie ihren Erfolg zu verdanken haben, nämlich ihren Fans, verbinden sie sich auch noch auf andere Weise mit ihrem Publikum. So gibt es Live-Hörspiel-Tourneen und auch Podcasts für die Fans. Das ist auch etwas sehr Einmaliges für dieses Genre. Aber es wirkt. Die Fans identifizieren sich mehr denn je mit ihren Lieblingssprechern aus ihrer Lieblingsserie. Was ihnen auch noch einen weiteren Weltrekord einbrachte. Etwa 20.000 Zuschauer sahen am 9. August 2014 auf der Berliner Waldbühne das Live-Hörspiel Die drei Fragezeichen Phonophobia, Sinfonie der Angst. Nie zuvor hatte es ein Live-Hörspiel so viele Zuschauer. Apropos Erfolge. Die drei Fragezeichen-Hörspiele haben insgesamt 141 mal Gold, 3-mal Dreifach Gold und 28 mal Platin-Auszeichnung erhalten. Davon kann sich so manche Band eine richtig große Scheibe abschneiden. Was sagst du? Welches ist deine Lieblingsfolge der drei Fragezeichen? Schreib's mir gerne in die Kommentare. Oder gefällt dir ein anderes Hörspiel besser? Sag es mir. Was den Erfolg auch noch ausmacht? Für mich sind das die, und auch heute und immer noch, spannenden Fälle, die mit Humor und Beharrlichkeit gelöst werden. Und auch wenn es mal gefährlich für die drei Fragezeichen wird, und das kommt sogar relativ häufig vor, so kommen sie doch immer aus jeder Folge heil heraus. Und auch um die Nebencharaktere braucht man sich nicht übermäßig Sorgen zu machen. Niemand wurde je wirklich verletzt oder getötet. Niemand? Na, so ganz stimmt das nicht. In einer Folge wurde tatsächlich mal jemand getötet. Aber das ist die absolute Ausnahme. Und die Serie lebt noch von etwas anderem. Die Erzfeinde der drei Fragezeichen, als der wären überwiegend Skinny Norris und Victor Eugenie. Skinny Norris ist da eher die Rolle des dümmlichen jugendlichen Schlägers, Victor Eugenie der brillante Meisterdieb. Im Übrigen ist Victor Eugenie auch der einzige Antagonist, der zwar immer wieder überführt wird, aber nie gefasst wurde. Und Hilfe haben die drei Fragezeichen natürlich auch. Waren es früher ihr Chauffeur Morton und der Kommissar Reynolds,
So hilft ihnen, wenn es mal wirklich brenzlig wird, nun Inspektor Cotta. Aber meistens ist es genau andersherum und die Junior-Detektive lösen den Fall und die Polizei muss die Übeltäter nur noch verhaften. Zu den drei Fragezeichen gibt es so viele Fanprojekte, Webseiten, Spiele, Merchandise und noch so vieles mehr wie von keinem anderen Hörspiel. Wenn es also Helden unserer Kindheit gibt, die uns noch heute begleiten und es auch noch hoffentlich sehr lange tun werden, dann sind es sicherlich die drei Fragezeichen. Gab es in deiner Kindheit noch weitere Helden? Schreib es mir in die Kommentare. Gerne nehme ich Vorschläge für weitere Folgen an. Und wer weiß, vielleicht entdecke ich ja auch neue Helden oder alte Helden, die längst vergessen sind, werden wieder aus ihrem Schlaf gerissen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Falls ja, like doch bitte dieses Video. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um alle weiteren Folgen nicht mehr zu verpassen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund und neugierig. Bis ganz bald hoffentlich. Ciao, ciao.